Ich habe hier was für euch vorbereitet, denn 2023 ist jetzt fast vorbei. Ich habe einmal einen Live-Chart erstellt. Ich werde auch mal mit euch zeigen, was so Decks sind, die sehr viel getoppt haben dieses Jahr und welche davon so on top sind. Das heißt, wir rechnen einmal hoch alle Tops zusammen, die ich finden konnte, von allen Regionals, YCSs und was auch immer, und rechnen das einmal hoch. Kurz danach werden wir uns einmal angucken, in welchen Monaten wie viele Decks getoppt haben. Das erste gibt uns aber eine Übersicht, wie die Decks überhaupt über das Jahr hinweg performt haben, unabhängig davon, wann die rausgekommen sind, einfach generell maximale Anzahl. Beim zweiten können wir so ein bisschen mehr sehen, okay, da ist was passiert, da ist eine Änderung gewesen, da ist eine Banlist gewesen, das Deck war wirklich sehr dominant, das war dann da dominant und dann ist das passiert und wir haben so die Veränderungen im Format, können wir da ganz gut einmal absehen. Bevor wir in die Charts reingehen, möchte ich einmal ganz kurz ein paar kleine Dinge erwähnen. Zum einen ist Despia relativ viel vertreten. Das liegt daran, dass ich in meiner Recherche Despia und Chimera zusammengelegt habe. Zum Grund heraus, dass die meisten Decks wirklich ein, zwei Karten unterschiedlich waren voneinander, wo die einen halt Chimera genannt haben, die anderen haben die halt Despia genannt. Ja. Und ich habe einmal alle Runic-Varianten über einen Kamm geschert. Ob es jetzt Runic for Hire ist, Runic Bestial, Runic Sprite, Runic Plunder, habe ich alle zusammengefügt und es war trotzdem nicht so viel, wie ich erwartet habe. Und mit den Worten gehen wir jetzt einmal rein. Die Yu-Gi-Oh! Decks insgesamt, wo die sich nach allen Tops befinden. Und wir fangen mit 0 Tops, ne? Hier kommen jetzt gleich auch mal die Decks rein. Ich persönlich finde das Live-Chart eigentlich mal ziemlich cool. Und hier können wir auch mal sehen, wo die reinstarten. Und wir sehen ja direkt im ersten Monat, Tier-Elements haut richtig rein. Wir haben im Januar angefangen mit dem Tier-Zero-Format von Tier-Elements, wo auch die Bandits kamen. Wir sehen eben auch Sprite, Flander und Sword-Soul, Dragon-Link. Und dann sehen wir ein paar ganz weirde Decks hier unten, Panda-Dragon, die getoppt haben. Aber die gehen jetzt im Februar schnell raus. Wir sehen, Tier-Elements hat noch ein bisschen was getoppt, aber die Bandits kam auf jeden Fall. Sprite ist auf jeden Fall da. Und Kashtira ist richtig am Start. So, wo wir die Espia. Thunder geht ein bisschen zurück. Wir haben Swordsword, wir haben Labyrinth auf jeden Fall so ein bisschen im Hype. Und wir sehen hier auch ein paar Runic-Varianten, die so ein bisschen reinkommen. Und im März, da sehen wir jetzt quasi den Abfang, denn Kashtira kommt hier rein und wird, wenn wir das gleich sehen, Hammer. Hier, puh, richtig Gas geben. Und das ist auf jeden Fall aus nach Support. Und Kashtira war ja lange Zeit ein Tier 0 Deck. Und wenn wir uns das hier mal angucken, ist das halt mit großem Abstand. Das ist ja mehr als doppelt so viel, wie Sprite aktuell an Top Cards hat. Dann haben wir hier im Mai, sehen wir einmal Super Heavy Samurai, die jetzt hier sowieso hochkämpfen, die aber nicht lange da bleiben werden, weil Banlist war nicht ganz so krass, ne? Ich finde es hier krass, dass Tier-Element sich immer noch relativ weit oben behaupten kann, obwohl natürlich das lange Zeit nicht mehr so krass spielbar war, weil natürlich die Kashtira extrem hype war und die Band natürlich Tier-Element nicht so gut getan hat. Was Sprite auf jeden Fall solider Platz 2 aktuell, also wirklich auf einem großen Abstand. Labyrinth und Despia kämpfen so um den vierten Platz ein bisschen. Aber hier haben Tier-Element auf jeden Fall aufgeholt. Mogus hat auf jeden Fall Despia eingeholt. Ja, und jetzt kommt hier mein Madmack auch mit ganz schön vielen Tops. Und hier kommt jetzt Poli dazu. Also ein bisschen Tops gesammelt. Und kämpft gerade hier Dragon Link von seinem Platz runter. Das ist krass. Ich bin mal gespannt, ob die neueren Decks jetzt hier auch schon auftauchen, weil der natürlich nicht viel Zeit hat und quasi nicht mehr. Oh doch, Unchained. Und Unchained geht richtig steil, denn da sind richtig schnell richtig viele Tops bei rumgekommen. Dann gucken wir, wie wir welche hier Dragon Link schon. Guck mal, Poli ist schon fast bei Labyrinth. Und Tier-Elements hat wieder mehr getoppt, gerade zum Ende des Formats, weil natürlich keine Schirme noch machen. Da ist Rescue jetzt auch schon. Crazy, dass hier so viel getoppt haben in so ganz kurzer Zeit. Und wir sehen hier über 200 Tops für Unchained, über 160 oder über 170 Tops für Rescue Ace und fast 300 für Tier-Elements im Jahr. Das hier kann es ja keinem erzählen, denn das ist ja wirklich. Fast 600 Tops in einem Jahr und davon waren sie 3 Monate nicht mal das beste Deck, weil Arise hat weggefahren. Und im ersten Monat waren sie nicht mal mit Full Power da. Da sieht man quasi, wie krass Kashtira quasi auch die anderen Decks quasi gegatekeept hat, um halt wirklich zu toppen. Der Rest hier sieht ziemlich solide aus. Wenn euch das Video übrigens bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like da, denn diese Live-Charts zu erstellen ist tatsächlich ein bisschen aufwendiger, gerade das ganze Datensammeln. Also,
Mitleids-like. Dann machen wir weiter mit den Top-Decks von 2023 im Vergleich. Was jetzt bei dem Live-Chart hier wichtig ist, das ist jetzt ein Deck, was jetzt 20 Mal getoppt hat im Januar und dann kein Mal im Februar, wird jetzt nicht direkt runtersacken, sondern es wird ganz langsam progressiv runtergehen, dass man quasi so einen leichten Anstieg und Fall hat. Dann kann man quasi sehen, welche Decks halt kommen, welche Decks halt so gehen. Wir werden jetzt natürlich hier auch wieder Kashtira relativ weit oben sehen. Die Frage ist halt, diese Hochzeit, die es hatte, ob es zu den etwas schwächeren Zeiten trotzdem weiter oben bleibt oder ob es sich dann so leicht nach unten orientiert. Bin gespannt, gehen wir rein. Hier sehen wir also im Januar, haben wir das gleiche wie gerade auch, das heißt, das hat sich logischerweise nicht verändert. Wir haben im Januar, wenn ich es richtig erinnere, knapp 90 Tielements Tops gehabt. Also richtig krass. Sprite war auf jeden Fall gut dabei, weil es halt ein ganz guter Counter gegen Tielements war. Wobei, gut ist natürlich relativ. Jetzt können wir nochmal kurz zu den Decks unten gehen. Wir hatten Subterra, zwei Tops, ganz, ganz wild. Thunderwagon, zwei Tops und Rikas und Avonor mit zwei Tops. Was ich halt hierbei super spannend finde, ist, also Access ist da auch, weil es natürlich ein Tielements Error war. Jetzt kommen wir im Februar auf jeden Fall, da kommt Kashtira und zwar relativ flott. Wir haben auch schon Runic gesehen und Labyrinth ist jetzt auch dabei. Und Kashtira holt relativ schnell halt auf. Wir sehen auch da Tielements, Tops gehen halt runter, weil sie halt nicht mehr getoppt haben. Mephit mit 6 Stück auf jeden Fall auch dabei. Exorcista kommt mit 3 wieder kurz zurück. Und Sorcerer ist auf jeden Fall auch gut dabei. Wir sehen hier auch wieder das in Avalon und hier ist die Übernahme von Kashtira auch im Februar hier richtig krass. Und zwar, holy, da haben wir kurz Traplex gesehen, das ist auch ganz cool. Dark World auch einen ganz kurzen Gastvertrick, glaube ich. Das war auch nicht viel, was da kommen müsste. Aber so knapp 60 Tops für Kashtira ist schon crazy in einem Monat. Dragonair kommt da auch wieder zurück. Wir sehen dann Tielements so langsam aus dem Meta verschwinden. Wir sehen natürlich Labyrinth ein bisschen steigen, einfach weil es natürlich ein gutes Deck ist. Und wir sehen hier auch, Tielement ist jetzt gleich komplett aus dem Meta raus. Und zack, da wurde es von Tri-Brigade überholt. Von Tri-Brigade. Mehr Tops von Tri-Brigade als von Tielements. Und hier geht es mit Kashtiras Dominanz weiter. Ich finde natürlich, unten ist ganz spannend, weil oben passiert gerade nicht ganz so viel. Wir sehen jetzt mit Mehrfeld so ein bisschen hochsteigen. Rika taucht immer mal wieder auf. Jetzt passiert es aber nicht so viel, aber so hin und wieder taucht es mal auf. Wir sehen, dass Runic waren so ein bisschen populärer werden. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Wir sehen auch, dass Traplex immer wieder so ein bisschen mitspielt unter den besten 10. Hier ist natürlich Flander wieder dabei. Und wir sehen, dass Kashtira 100 Tops im April wird. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Flander kommt immer wieder rein, immer wieder raus. Dragonlink auch, kommt immer wieder rein, immer wieder raus. Ne? Hier der Aufstieg von Super Heavy. Das hatten wir ja gerade schon. Ich glaube, dass natürlich hier ein bisschen krasser sein wird. Yep, wir gehen hier direkt auf den zweiten Platz. Aber im Vergleich zu Kashtira ist das halt gar nichts. Und das Spannende ist halt, dass die bei Super Heavy direkt einen essentiellen Teil gekillt haben. Und Kashtira durfte da bleiben. Ich verstehe es halt nicht. Das ist einfach witzig. Und hier, Rick hat sich wieder zurückgesneakt. Und wir sehen jetzt hier auch Pulli im Mai. Hat sich so langsam reingefunden, dass wirklich auch ein bisschen was tut. Das ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Hier kommen wir Dragonlink wieder zurück. Mathmech taucht immer wieder auch mal auf, ne? Wobei natürlich Mathmech, glaube ich, hier mit der Bandits getroffen wurde. Wir sehen auch hier Vanquish Soul einmal ganz kurz, so ein bisschen erfolgreicher. Wahrscheinlich, weil das Deck gerade so einen kleinen Hype-Cut hatte. Und wir Runic wieder ein bisschen drin in den Top 10. Mathmech geht so langsam raus. Wir sehen Sprite bleibt konstant relativ weit oben. Holy geht jetzt wieder so ein bisschen runter im Juni. Flug kommt wieder zu rein, San Avalon kommt auf jeden Fall zurück. Ne? Vanquish Soul, da war auf jeden Fall die Hochzeit. Im Juli, da waren die auf jeden Fall richtig mit dabei. Dann geht es wieder mit Purli weiter nach oben. Und jetzt müssten wir eigentlich schon im August, müssten jetzt eigentlich schon die neueren Decks kommen. Denn wir hatten natürlich im August, soweit ich es richtig in Erinnerung hatte, auch wieder eine Banlist, die auch so ein bisschen was verändert hat. Und ja, hier Infernoble ist auf jeden Fall gestiegen. Und wir müssten jetzt quasi auch sehen, dass, ja, Kashtira zurückgeht. Poli ist auf jeden Fall am Start. Vanquish Soul geht langsam aus der Top 10 raus. Und da kommt Manadium mit ins Spiel rein. Haben wir gerade schon gar nicht gehabt. Unchained kommt dazu. Und da kommt Rescue Ace, also die drei neueren Decks, die wirklich auch ein bisschen Support bekommen haben. Kicken Sprite auch komplett aus der Top 10 raus, obwohl er konstant relativ weit oben war. Kommt Vanquish Soul wieder zurück. Despia und Poli gehen langsam auf die Jagd von Kashtira. Wir gucken mal, wer Kashtira zuerst holt, ob es Despia sein wird oder Poli. Ja, da kommen noch so ein paar Tops und Kashtira, was immer da passiert ist. Aber jetzt kommt Unchained und ich glaube, jetzt kommt der Marsch von Unchained. Weil September war so der Monat, wo Unchained richtig krass war und richtig viel gespielt wurde und vor allem auch richtig im Hype war. Wir sehen nämlich Manadium geht langsam wieder zurück. Rescue Ace hat euch den Support mit der Diabester Engine. Der kommt nämlich gleich. Und da war Unchained richtig krass.
Und jetzt müssten wir aber im nächsten Monat vor allem Kashira deutlich reduziert sehen. Ja, und da kommen jetzt Tier-Elements, Rescue Ace und natürlich Unchained, die auch viel getoppt haben. Aber nicht so viel wie halt davor dem Monat. Manadim ist auch gerade wieder zurückgekommen, sehe ich gerade hier. Und Tier-Elements, wenn das Deck einmal spielbar ist, Kashira nicht mehr auf dem Markt ist, dann schießt er direkt nach oben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das hat echt so viel getoppt. Guck mal, das hat sogar mehr getoppt als Unchained. Und zwar deutlich mehr. Rescue Ace kommt natürlich extrem gut dran, ne? Poli natürlich auch, Deskier ist immer mit dabei. Und im November wurde es wieder ein bisschen weniger. Aber es ist echt so krass, war, ne? Jetzt kommt Unchained, Rescue Ace. Wahrscheinlich wird Rescue Ace jetzt nochmal ein bisschen weiter nach oben gehen, weil jetzt waren die neuen Karten schon da. Jetzt werden wahrscheinlich auch die Karten oben sich einfinden. Ja, Rescue Ace nimmt seinen rechtmäßigen Platz ganz oben ein aktuell. Und die anderen Decks mit Vanadium, mit Poli, mit Tier-Elements. Die ordnen sich so ein bisschen im Format halt ein. Und Infernoble hat sie auch in die Top 10 geschafft wieder. Und Dragonlink und sogar Horus hat sie in die Top 10 geschafft. Auch super faszinierend. Ich warte noch auf ein Deck, was da eigentlich kommen könnte. Ich weiß noch nicht, ob es reingeschafft hat. In die Top 10, gerade so am Ende vom Dezember. Flug ist es auf jeden Fall nicht, auf die habe ich nicht gewartet. Centurion, das war eins, auf die ich gewartet habe. Hauen Dragonlink auf der Top 10 raus. Ja, da, Fire Kings. Okay, haben es noch geschafft in die Top 10 rein, gerade so im Dezember. Ja, und haben Infernoble vertrieben. Ich finde das übrigens eine sehr schöne Möglichkeit, um mal so ein Format so anschaulich zu gestalten. Was sagt ihr? Findet ihr das auch cool? Lasst mir gerne in den Kommentaren da. Wenn irgendein YouTuber von euch sich diese Videos genauso angucken möchte wie ich, lasst in die Videobeschreibung verlinken. Zu den Videos, die sind auch privat gestellt, könnt ihr gerne mal reingucken. Dann könnt ihr meinetwegen auch so eine Art von Video und Reaction dazu machen. Bis dann, rein. Ciao, Leute.